Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Vlog Nummer 6. Thema heute. Ich habe da mal eine Frage. Gesichtsasymmetrie. Das ist doch was ganz Interessantes. Was ist das überhaupt? Wen betrifft das? Dazu gibt es einige Anfragen von Patienten, die ich gleich hier beantworten werde. Bleibt bitte dran. Gleich geht's los. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ich bin Dr. Michael Krämer, Facharzt für Plastische Chirurgie in München. Thema heute: ein Vlog, Patientenanfragen, die wir über die sozialen Medien, E-Mail oder persönlich bekommen haben. Und heute das Thema Gesichtsasymmetrie. Ja, was ist das? Ich persönlich habe nach meiner Ausbildung in den USA für kraniofaziale Chirurgie im Jahr 2000 bis 2002, wo es vor allem darum ging, Kinder mit schweren Gesichtsmissbildungen, im Volksmund Wasserköpfe etc. genannt, oder Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalten, Hasenscharten, im Volksmund genannt, habe ich mich zunehmend darauf spezialisiert, Patienten mit Gesichtsasymmetrien zu behandeln. Das sind relativ seltene Geschichten, die man nicht häufig sieht. Viele Ärzte kennen sich damit nicht aus oder sehen diese Asymmetrien gar nicht. Und wenn man diese nicht sieht und nicht die Behandlungsmöglichkeiten kennt, dann kann man auch nichts anbieten. Also, ich habe mich, wie gesagt, da schon lange drauf spezialisiert. Das ist eine Art Steckenpferd. Hobby klingt ein bisschen salopp, aber es ist eine Sache, die mich sehr interessiert. Und dementsprechend kommen viele Patienten mit Gesichtsasymmetrie vom Scheitel bis zum Kinn zu mir. Und hier haben wir einige Fragen aus der letzten Zeit zusammengestellt. Wie gesagt, ich antworte wieder in 30 Sekunden, wie hier in dem Vlog bekannt. Ich mache mal die Uhr an, mach die Uhr mal an und dann sozusagen werden wir gleich mal anfangen. Die Fragen können nur ansatzweise die Problematik natürlich behandeln und können nicht vollständig sein. Hier geht es ja um ganz, ganz spezielle Fragestellungen und das ist nur eine Art Einstieg. Wenn ihr ähnliche Probleme habt oder was habt, was in dieses Muster passt, meldet euch bei mir gerne hier in den YouTube-Kommentaren, damit wir eine schöne Interaktion hinbekommen. Ich würde mich auch über ein Abo freuen. Das macht die Sache noch interaktiver. Und wenn ihr die Glocke drückt, verpasst ihr kein neues Video von mir. Gut, fangen wir an. Da haben wir die erste Frage aus Österreich gleich. Uschi24 aus Innsbruck fragt: Mein Kinn ist schief und zeigt nach rechts. Muss man das operieren? Uschi, man muss gar nichts operieren. Man muss nur gucken, wie man für dich ein optimales Ergebnis erreichen kann. Wenn es eine kleine Asymmetrie ist, kann natürlich der Bereich, der weniger ist, unterspritzt werden, zum Beispiel mit einem üblichen Filler Hyaluronsäure. Aber Patienten, die das Problem haben, haben doch meistens ein sehr schiefes Kinn und da hilft es nur, das Kinn praktisch von innen durch den Mund sozusagen zu schneiden, zu sägen, nach zentral, also in die Mitte zurückzubringen und dort fest zu verschrauben. Ja, das nur mal als Einleitung. Dann haben wir hier Frank Peter 28 aus Offenburg fragt: Meine rechten Wangenknochen sind einfach breiter und dicker. Was kann man da operativ machen? Ja, Frank-Peter, da haben wir zwei Möglichkeiten. Wenn dich die dünnere Seite stört, kann man auf der dann linken Seite ein Implantat, ein Wangenimplantat einbringen und das angleichen. Wenn dich die dicke rechte Seite stört, kann man diese auch durch den Mund abfräsen und so an die linke Seite angleichen. Ja, also die beiden Möglichkeiten hast du. Du musst schauen, welche Seite dir besser gefällt. Ja. Dann haben wir Ulf 22 aus Altötting fragt: Ich habe seit jeher auf der Stirn rechts eine harte Beule, die wie ein Horn aussieht. Wie kann man das verbessern?
Ja, das sind angeborene, ja, es sind keine richtigen Fehlbildungen, aber es sind solche Knochenwülste, die manche Patienten wirklich haben. Mit einer bist du da noch gut bedient. Viele haben zwei oder gar drei. Diese können über einen kleinen Schnitt hier oben, kurz hinter der Haargrenze, erreicht werden und dann abgefräst werden. Ja, das, so ist es. Dann haben wir Petra 24 aus München fragt: Ich hatte eine kieferorthopädische Behandlung über viele Jahre. Das hat aber nicht die Asymmetrie des Unterkiefers verbessert. Dieser ist rechts tiefer als links. Was schlagen Sie vor? Das ist zwar prinzipiell selten, dennoch sehe ich es in meiner Praxis relativ häufig. Ich sehe es interessanterweise auch häufiger rechts, kann ich mir nicht erklären, warum. Dass der ganze Unterkiefer auf der einen Seite einfach etwas tiefer ist und da wird durch einen Schnitt in der Mundschleimhaut im Grunde der ganze Unterkieferknochen mit einer Säge, ein richtiges Stück wird sozusagen rausgeschnitten. Man hat eine gewisse Grenze, weil irgendwann kommt der Gefühlsnerv für die Unterlippe und die Zähne. Aber man kann locker 4, 3, 4, 5 Millimeter wegnehmen und es angleichen. An Katrin 28 aus Nürtingen fragt: Meine rechte Backe ist dicker als links, kann man die dünner machen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht wie eben der Fragende von den Knochen sprichst, sondern von den Weichteilen, also von den Pausbacken. Da kann man entweder den sogenannten Bichat-Fettpfropf durch den Mund entfernen, die Bichektomie oder teilweise entfernen. Und man muss gucken, wie die andere Seite aussieht. Eventuell kann man das mit einer äußeren Fettabsaugung kombinieren. Eins von beiden, beides in Kombination, muss man schauen, um das anzugleichen. Ja? Giuseppe 30 aus Mindelheim fragt: Ganz komisch, mein rechtes Auge sitzt etwas tiefer und ich meine, es ist etwas mehr drin im Kopf. Wissen Sie, was ich meine? Irgendeine Chance, da was zu verbessern? Ja, auch eine ganz seltene Sache, aber kommt vor. Ich sehe es in meiner Praxis häufig. Das ist angeboren natürlich, hat nichts mit dem Gesichtsfeld zu tun oder mit der Sehfähigkeit. Man kann hier von innen ein spezielles Implantat einlegen und den Augapfel anheben und damit nach vorne drücken. Man kann keine hundertprozentige Symmetrie erreichen, aber der Augapfel kommt, wie gesagt, durch das Implantat im Augenhöhlenboden höher und nach vorne und wird angeglichen. Angelique 32 aus Braunlage fragt: Meine Kaumuskeln, ich glaube Masseter-Muskeln heißen die, sind unsymmetrisch. Kann man das auch ohne OP behandeln? Ja, sollte immer erstmal versucht werden ohne OP. In dem Falle kann man, wenn du die Muskeln zu dick findest, auf einer Seite mit Botulinumtoxin A, im Volksmund Botox genannt, die einspritzen. Dazu muss man eine lange Nadel haben, um das möglichst tief einzuspritzen, und dann wird dieser Muskel etwas kleiner. Wenn dir das gefällt, kann man das alle halbe Jahr so weitermachen. Wenn du dich nicht spritzen lassen willst, kann man dann sozusagen eine OP machen und einen Teil des Masseter-Muskels entfernen. Ja? Dann hier Ashraf 27 aus Mannheim fragt: Ich habe an der rechten Augenbraue seitlich so eine Wulst. Links nicht. Was kann man da machen? Ja, du meinst wahrscheinlich hier diesen Bereich. Ja, gibt Patienten, die das haben. Wird normalerweise über einen Schnitt im Bereich des Oberlides, über eine Oberlidkorrektur, der Weg zu diesem Knochenstück, das du zu viel hast, gesucht. Und dann kann man das schön abfräsen, möglichst seitengleich angleichen, um eine bestmögliche Symmetrie zu erreichen. Das wird abgefräst durch einen praktisch später kaum sichtbaren oder fast nicht sichtbaren Schnitt im Oberlidbereich. Vorletzte Frage, Eckbert 34 aus Kiel. Mein rechtes Ohr sitzt weiter vorne als das linke. Kann man es nach hinten versetzen? Also du meinst das ganze Ohr versetzen? Nein, leider nicht.
Das kommt durch die Lagerung in der Regel als Kind. Wenn du mehr auf der rechten Seite gelagert wurdest, kommt das rechte Ohr weiter nach vorne. Wenn Mama dich mehr auf die linke Seite gelagert hat, kommt das linke eher nach vorne. Und das kann man im Nachhinein nicht mehr versetzen, weil ja die ganze Schädelbasis asymmetrisch geworden ist, ja? Und da das Ohr ja mit dem Ohrkanal verbunden ist, kann man nicht einfach das äußere Ohr versetzen. Also leider nein. Letzte Frage. Mohammed 21 aus Offenbach fragt: Meine linke Schläfe steht einfach weiter raus als rechts. Das sieht echt bescheiden aus. Also die linke Schläfe steht weiter raus als rechts. Kann man das kleiner machen? Denn die rechte Seite finde ich optimal. Ja, das geht. Das ist auch eine sehr seltene Asymmetrie. Es gibt die Möglichkeit erstmal, wenn der Muskel dort sehr stark ist, der große Kaumuskel, wenn der wirklich sehr, sehr stark ist, kann man den mit Botox erstmal behandeln, sehen, wenn er etwas schrumpft die nächsten paar Wochen, ob es dir schon ausreicht und gefällt. Wenn dir das reicht, kann man das Botox wiederholen. Wenn es dir gefällt, du willst es dauerhaft, kann man durch einen Schnitt in der behaarten Hautregion im Scalp eben den Muskel verkleinern und kann auch, oft ist hier so eine Art Knochenleiste, diese abfräsen. Ja? Gut. Ja, das waren wieder Fragen für unsere Patienten, die sich für Gesichtsasymmetrie interessieren. Ich hoffe, es war eine interessante Mischung dieser zusammengemischten Zuschaueranfragen und Patientenanfragen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dafür auch ein Abonnement da lasst und die Glocke aktiviert, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für das Vertrauen. Freue mich, den einen oder die eine oder andere bei Gelegenheit vielleicht persönlich kennenzulernen und verbleibe mit herzlichen Grüßen, euer Dr. Krämer.